So, nachdem wir letztes Mal erfolgreich nach Kuschem navigiert haben, werden wir uns diesmal um die Landung kümmern. Dazu, wie immer, zu den Einstellungen. Ein paar von den Sachen sind eher optional. Was wichtig ist oder was man verwenden kann, um schneller zum Stehen zu kommen, ist hier Drag Chute Active. Ich habe das auf P. Um den Fallschirm wieder loszuwerden, müssen wir eine Klappe öffnen. Ich zeige die auch gleich nochmal. Die öffne ich hier mit Left Shift E und Disconnect dann mit Right Control P. Ich zeige das mal kurz. Diese Klappe hier, die wird später für den Disconnect, muss die geöffnet werden. Ich habe das jetzt hier als Binding. Das kann man natürlich aber auch händisch öffnen und dann diesen Knopf runterdrücken und damit werden wir den Fallschirm los. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Zurück im Cockpit. Wir sind jetzt ungefähr auf Quisham ausgerichtet und was wir gleich versuchen werden, ist bei 14 Kilometer Entfernung etwa auf 1000 Metern Höhe zu sein und einen Airspeed von ungefähr 500 km/h zu halten. Dann werde ich mit dem Pipper hier im HUD auf die Landebahn zeigen und werde das Fahrwerk ausfahren und die Landelichter ausfahren. Dann ungefähr bei 600 Metern Höhe werde ich die Klappen auf die erste Position bringen, also 25 Grad hier mit dem beziehungsweise mit meinem Keybind. Und bei 300 Metern Höhe versuche ich auf 340 km/h zu sein und die Klappen voll auszufahren. Ich nehme den Throttle meistens schon überhalb der Landebahn raus, da ich erfahrungsgemäß ansonsten zu schnell bin und nicht richtig aufsitze. Okay, wir haben gleich die 14 Kilometer erreicht. Ich muss noch ein bisschen Speed verringern. Ich nehme ein bisschen die Airbrake dazu. Wahrscheinlich müssen wir später nochmal Speed zugeben. Gerade wenn die Klappen ausgefahren sind, verliert man sehr viel Geschwindigkeit. Ich ziele ungefähr auf die Fahrbahn. Okay, wir sind immer noch zu schnell. Wir müssen unter 500. Okay, ich werde die Klappen jetzt schon mal ausfahren. Wir sind nicht ganz bei 600, aber ich muss Speed rausnehmen. Okay, Airbrake weg. Okay, verlieren ein bisschen Speed. Das ist gut. Ich gebe trotzdem noch mal ein bisschen Schub dazu, weil ich Angst habe, dass wir zu langsam sind, aus dem Himmel fallen. Okay, Klappen auf die letzte Stufe. Oh. Fahrwerk vergessen. Das hätte natürlich auch nochmal Geschwindigkeit rausgenommen. Okay, in der Theorie hätte ich ganz am Anfang das Fahrwerk rausgenommen. Sorry an der Stelle. War abgelenkt. Okay. Der Approach sieht gut aus. Ich werde nochmal mehr Speed zugeben, weil wir zu langsam sind. Ich will nicht unter die 300 fallen. Hey, beschleunige. Da sehen wir den Runway. Jetzt nehme ich den Speed komplett raus, nehme die Airbrake wieder dazu und wir warten, bis wir aufsetzen. Oder noch ein bisschen hochziehen. Okay, und theoretisch können wir noch den Parachute dazu nehmen. Dazu drücke ich kurz P. Und den Parachute draußen. Und wir sind etwas holprig gelandet. Aber ich hoffe, die Theorie ist rübergekommen. Es ist immer ein bisschen schwer, nach Lehrbuch zu starten und zu landen, finde ich. Weil die MiG manchmal doch recht eigenwillig fliegt. Um den Parachute jetzt zu droppen, werden wir die Abdeckung hier öffnen. Das habe ich ja vorhin gezeigt. Und
den Button drücken. Und wir haben den Parachute verloren. Okay. Das war eine unsanfte Landung. Ich hoffe, es ist trotzdem alles rübergekommen. Und probiert's mal aus.